Hallo und herzlich willkommen zum Tagesorakel. Und ich freue mich, morgen ist Himmelfahrt und ein ganz besonderer Aufstiegstag. Und ich hoffe, dass ihr entweder bei der Energiearbeit dabei seid oder natürlich selbstständig etwas macht. Wir schauen einmal in die Karten hinein, was dabei ist. Es ist natürlich ein allgemeines Orakel, das wisst ihr alles. Und wir schauen rein. Sommer, bade in Freude und Licht. Genau das ist es. Wirklich dieses Lichtbad zu machen morgen, denn das ist ungemein wichtig. Und wachse in der gegenwärtigen Lage. Also wirklich erwachen, Wachstum, Licht. Und ich glaube, dass es rundherum richtig, richtig gut werden wird. Was bringt denn heute Abend noch die Energie? Da schauen wir auch hinein. Beobachtungsposten. Wir sollen also abwarten und beobachten und uns von der Energie treiben lassen. Das ist also nochmal heute Abend einfach ein wichtiger Impuls. Und wie geht's für die einzelnen Zeichen weiter? Auch das schauen wir uns an. Und wir fangen an bei den Feuerzeichen. Freude, Widder, Löwe und Schütze. Freude ist die höchste aller Energien. Es wird wirklich am Donnerstag, an dem Feiertag, für euch am Herrentag wirklich ein richtig toller, positiver Tag. Die Erdzeichen. Hopsala. Stehen auf sicherem Boden, sind verankert, ja, und sind wirklich ganz bei sich und in der Balance und in der Ausgeglichenheit. Vertrauenswürdige Führung für die Luftzeichen, und das ist auch ein ganz wichtiges Thema, nämlich zu vertrauen und in diesem Vertrauen auch sein und sich davon leiten lassen. Lass deine Vergangenheit los, ist die Botschaft für die Wasserzeichen, Krebs, Skorpion und Fische. Also hier nochmal kurze Reflexion in die Neutralität zu gehen. Und ich wünsche dir natürlich mucho, mucho amor.